Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist WFDFT, aka BoomSFT vom Kanal Senatinium und das hier ist Project Unstable. Mit dabei ist der Schnauzer. Hallo. Evolet. Hallo. Und momentan nicht auf dem Server, aber trotzdem geistig bei uns. Okay. Hallo. Ja, wir sind wieder bei Project Unstable, diesmal ein bisschen weiter unter der Erde. Ihr wisst ja, ich muss nicht alles dokumentieren, was ich mache, aber das meiste, was ich hier Unspannendes mache, dokumentiere ich dennoch. Interessant. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade einen Minenschacht entdeckt. Grundsätzlich heißt das für mich erstmal, ja, mach dein Testament, lass Schnauze aus. Es kann sein, dass es ein Minenschacht ist, in dem ich mal war. Er ist unbeleuchtet. Okay, dann mach ich ihn. So, und was ich jetzt mache, ich mache mir jetzt ein paar Emerald-Fragmente. Aus einem Emerald-Fragment kann ich nämlich 4 machen. Und dazu brauche ich nichts anderes als 2 Glas und 2 Silber. Und ich bin immer noch bei meiner Snatcherie. Wir haben mehr davon. So, egal was ist, Schnauzer hält seinen Let's Play-Stil durch. Und auch wenn gerade jemand redet. Okay, ich hör auf. So. Was mit Let's Playen, oder? Okay, jetzt muss ich schnell mal was nachgucken. Eiskalt drüber geredet. Na, ihr habt gerade nichts gemacht. Nein, über diesen Kommentar. Achso, ja, na, über den auf jeden Fall. Muss ich ja. Ah, einmal pennen gehen. Sind wir genug, die schlafen gehen können? Ach, guck mal, da kommen neue. Also ich kann schlafen. Interessant. Warte, ich kann auch. Ich kann nicht, weil sonst mein Topf überbrodelt. Oh nein, jetzt hat sich's zerberstet. Oh, was ist denn das jetzt für ein Ding? Das war jetzt Lied, ne? Ja. Oh, mach ihn. Lied. Lied noch jetzt. Oh, bist du noch drinne? Ja. So. Der Schnauzer ist eifrig am Kochen. Ja, ich muss da jetzt mal was durchspucken. Ja. So. Und bin ja froh, dass ich bis jetzt noch nicht ins Sächsische geraten bin. Das ist ja. Jetzt haben wir uns nämlich auch noch ein paar Nuggets und alles vervielfältigt. Ich muss ja erzählen, ich habe in der letzten Zeit sehr viel so einen falschen, total unechten und völlig banalen Akzent gesprochen. Und zwar so ein komisches Sächsisch. Und ich glaube, Schnauze hat mich damit infiziert. Sorry. So. Ich verstehe keine Dialekte. Und jetzt haben wir 2 Emeralds. Aus eiskalt. 2. Schnauze, du kannst auch mit uns interagieren. Ich habe jetzt 2 Emeralds. Ich habe mir meinen Emerald verdoppelt. Und mich kannst du nicht verdoppeln. Der Emerald hat sogar mehr Zeug mit einmal. What the fuck? Eiskalt drüber. Ich fühle mich irgendwie eingelassen. Ich setze mich jetzt in meine Ecke mit einer Wolldecke. Ah ja. Und einem Igel. Es tut mir leid. Nee. Doch. Mit deinen falschen Taraden hier. Genau, was du vorhast. Was habe ich denn vor? Das wüsstest du wohl gern. Ja, das wüsste ich wirklich gerne. Huch. So. Hallo? Hallo. Nein, ich rede nicht mit dir, ich rede mit den 4000 Spinnen, die ich höre. Achso. Oh nein, 4000. Es sind Cave Spiders. Ew. Es sind Cave Spiders. Das tut mir jetzt leid für dich. Überall. Aber ich mach mir gleich erstmal Rüstung. So. Ich bin nämlich jetzt gerade auf der Suche nach Ressourcen für eine Smertry. Ja. Eigentlich müsste ich dafür Lehm und so holen, aber im Grunde brauche ich dafür nur Cobblestone, weil Schnauze schon eine Smertry stehen hat. Wird das jetzt der Folgen-Smiley immer? Ich glaube ja. Was? Ich hab jetzt alles für meine Smedjury fertig. Yay, ich kann mir eine Waffe machen. Endlich. Guck mal, die hat gestern Abend angefangen und ist weiter als ich. Ja, aber ich hab auch nicht lange gespielt. Ach komm, Trick 17. Das ist, macht es schlimmer. Tin, wer braucht Tin? So, sogar mein Gold hat gereicht. Yay. Nein, das ist nicht mehr Gold. Freude, schöner Götterfunken.
Natürlich. Auch da aus Elysium. Jo. Wir bringen uns ja stolz betrunken in das kleine Klinikum. Oh ja. Oh, bald meinst du gehen. Abgestanden und getrunken bin ich im Delirium. Welches Mining Level ist das für Kobalt? Obsidian, oder? Nein. Wann? Ich glaube, wie hieß das hier? Ich glaube, das heißt Level Kobalt, oder? Nein, könnte ich kann sein. Aber Kobalt nicht abbauen. Alumite brauchst du. Genau. Oder Steel. Alumite. Wenn du eine Kettenrüstung hast, die voll repariert ist, kannst du dir auch Steel machen. Oh, eine Fledermaus. Mit Steel kannst du auch alles bis zu Kobalt abbauen. Wird Steel nicht, wenn ich zweimal Eisen schmelze? Nein. Du kriegst auch nicht mehr mit, Wie heißt's denn, Mod? Mit Industrial Craft kriegst du es nicht mal mehr hin, dir einfach durch Schmelzen, Refinite Iron zu machen. Du brauchst jetzt einen Blast Furnace, den du mit übelst viel Strom bepowern musst. Okay. Na, zum Glück habe ich vorhin eine Widerstand aufgefunden mit Stahl, das muss ich jetzt nur holen gehen. Das sind nur ungefähr 1000 Blöcke. Ja, das geht. 1500. Ja, das geht ja noch. Das könnte schlimmer sein. Dann darf ich da jetzt hin. Ja. Okay. Ich höre überall Zombies und Sachen. Ach nee, ich brauch's ja andersrum. Und Lava höre ich. Und ich hab was vergessen. Ich hab in der ersten Folge vergessen, meine Musik anzumachen. Weißt du, was ich bemerke? Egal auf welcher Version also wir spielen, immer wenn ich mich so schräg nach unten baue, treffe ich zwangsläufig auf einen Minenschacht. Ach ja. Das ist so rum? Nee. Das ist faszinierend. Oh, ich brauche viel zu viel Faden. Na, hat er den Faden verloren? Nee, oh Gott, war der schlecht. Oh mein Gott. Ja, nicht mal mein normales Niveau von schlecht. Das ist ja... Grottenschlecht. Ich hab's angefasst. Schlecht. Ew. Verbrenner es! Ich bin noch ein wenig schüchtern, aber ich wärme bestimmt bald auf. Ja. Hier hast du eine Decke aus dem Rest gemacht. Ach, du meinst aus dem Faden? Nee, aus dem Rest von dem Display-Stil. Achso, okay, ja, stimmt. Stimmt, ah ja, gut. Dankeschön, sehr liebenswürdig von dir. Aber will ich nachher wieder haben, ne? Steht mein Name drin, also irgendwo. Okay, kriegst du wieder. Oh, guck mal, da stapfen schon Nachbarn vorbei. Nachbarn meine ich Zombies und mit Stapfen meine ich... komisch wanken. So, das reicht. Ich hätte vielleicht auch eine Spitzhacke mitnehmen sollen, falls ich irgendwelche Materialien unterwegs finde. Das wäre eine Idee gewesen. Da fällt mir immer erst ein, wenn ich schon weg bin. Das ist schlecht. Ja. Oh, Bali. So, jetzt haben wir ein Silky Jewel, Jewel. Okay, Jewel. Nennen wir es Jewel. Und den packe ich mir jetzt auf meine Spitzhacke drauf. Und dann können wir jetzt... Reduziert das wirklich so stark den Mining Speed? Ja. Ach du Scheiße. Du glaubst nicht, wie mein Hammer runtergegangen ist. Da musst du auch ordentlich Redstone draufknallen. Ja, ich merke es gerade. Für alle, die es nicht wissen, in Tinker's Construct kann man mit verschiedenen Mineralien die Mining-Eigenschaften von gewissen Werkzeugen beeinflussen. So zum Beispiel kann Redstone den Mining-Speed, also wie schnell man einen Block abbaut, beeinflussen. Ein Diamant beeinflusst die Haltbarkeit zum Beispiel. Ein Moss-Bau, den man aus Mossy Cobblestone macht, beeinflusst, ob ein Werkzeug Silk Touch hat, glaube ich. Nee, Mossy-Ball ist für Auto-Repair. Ach ja, stimmt, Auto-Repair, der Waffel. Der Waffel. Stimmt, das macht auch viel mehr Link. Der Waffel. Genau. Damit die Waffel immer ganz bleibt. Interessant. Da hat man nichts an der Waffel. Kann man das essen? Na klar, Auto-Repair. Cool. Auto-Repair ist halt, man legt es irgendwo hin oder so, das repariert sich automatisch ein bisschen immer wieder. Nein, jetzt bin ich einen zu weit gegangen.
Ja, da ist Schnauzer eben ein zu weit gegangen. Könnt auch eine ganze Folge darüber machen, wie ich Sachen kommentiere, die Schnauzer bereits kommentiert hat. Soweit ich weiß, musst du das Werkzeug in der Hand halten oder unten in der Schnellleiste haben, damit es repariert wird. Braucht Licht. Das kann sein. Ich hatte Auto-Repair bisher nur einmal. Und da habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe mich früher bei meinem Tech-Mod mit dem Talisman auf Repair. Damit habe ich meine Werkzeuge mal repariert. Und bin einmal der letzten Test-Server. Später haben wir dann auch die Möglichkeit mit Soundcraft, weil wir gerade beim Reparieren sind, mit Thaumic Tinkering können wir dann später die Werkzeuge reparieren, indem wir nur Essenz, die hier Instrumentum hat, bereitstellen. Also die ganzen Spinnen da oben sterben gerade. Und dann könnten wir theoretisch all unsere Werkzeuge mit beispielsweise Flint reparieren. Oder mit Holzwerkzeugen und sowas. Relativ praktisch. Mystische Weisheiten, präsentiert von Dr. Schnauzer. So. Ich habe mir jetzt ein paar Dark Steel Balls gemacht, weil die besser sind als Flint und eine höhere Wahrscheinlichkeit haben für Bonus-Output. Meine Stimme versagt. Oh, das ist doof. Mein Plektrum ist kaputt. Nein! Oh mein Gott. Das war mein Lieblingsplektrum. Hast du es geliebt? Ja. Okay, das ist scheiße. Lebst zusammen. Genau, einfach man zusammen. Man kann ein Plektrum nicht kleben. Doch mit genügend Spucke geht alles. Genau. Das ist so ein Plastikstück. Ja, dann, Spucke. Na gut, also Horn. Meins war das Horn. Sekundenkleber. Du kannst es dann nicht mehr nutzen, aber du kannst es ja noch hinlegen. Das war mein erstes Plektrum, Kinder. Du kannst auch Klebestreifen nehmen und es einfach zukleben. So schön mit Panzertape, weißt du? Komplett ja, mit so Gaffertape einmal drum. So ein Ball aus. Läuft jemand von euch gerade durch die Gegend, außer ich? Nein. Ich bin in der Mine und es leckt übelst. Ja, bei mir auch. Zu Hause. Bei mir geht's eigentlich schon länger. Ich hab manchmal vielleicht so arg da klar drin. Also mich jemand an, dass er das aufhören soll. Ich kämpfe gerade gegen Zombies, das stört mich sehr. Lauf durch die Welt. Kantapa, die Straße entlang. Ich werde jetzt mal anfangen mit Industrial Craft, hätte ich jetzt gesagt. Und was hättest du sonst nicht gesagt? Oder farm ich erst noch ein bisschen Ressourcen? Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal machen Cut und farm jetzt nochmal ordentlich Ressourcen, dass ich die dann hier in den Segment reinhauen kann und dann einen Haufen Ressourcen mache. Gut, ja. Das ist der Plan und bis. Toller Plan! Ja. 1 plus mit Sternchen. Ich weiß. Hier. Gut. Sternchen. Wo hast du das Sternchen gerade abgedeckt? Das willst du gar nicht wissen. Juhu! Blackie, schäm dich! Ich hab nichts gemacht. Also ja, noch nicht. Nichts gemacht. Also noch nicht. Habt ihr ein Bettchen? Ja. Ja, okay, warte, ich bin gleich. Wow, das war. Ich hab mich schon ins Bett gelegt. Bevor. Das ist gut. Gut, dann sehen wir uns wieder, wenn ich Min war. Tschüss. Ja, bis gleich. Tschüss. Herzlich willkommen zurück bei Minecraft Project Unstable. Ich bin die Evolette und wieder dabei sind der Boromir. Hi! Der Stopp der Schnauzer. Hallo. Und der Blackie. Blackie. Hallo. Hast du der Stopp der Schnauzer gesagt? Ja, ich habe Dr. Schnauzer gesagt. Der Stopp der Schnauzer. Er heißt doch Dr. Schnauzer, oder? Der Stopp der Schnauzer. Ich gehe gerade in Twilight, um mein Portal zu aktivieren. Schnauzer, ich hasse dich. Das nächste Mal kündigst du das bitte an. Genau. Bin ich. Wieso? Bei der Naga? Nee, ich bin gerade auf Darkwood Leaves gespawnt vor einem Tempel vom Gast und ich hatte gerade Blindness-Effekt, warum auch immer, und krieg den immer wieder, weil das hier im Biom ist. Ich kriege einen Kommst du runter oder soll ich dir helfen? Nee, ich kann einfach wieder in mein Portal. Das Portal ist oben gespawnt, auf den Blättern, warum auch immer. Oh, das ist nicht schön. Ich habe mich einfach mal bei Schnauzer reingeschlichen und benutze seine Smeltery, um Eisen und so zu machen, you know. Kann man das Portal umsetzen? Nicht, dass ich wüsste. Also einfach abbauen? Also abbauen kannst du es und dann woanders wieder hinmachen, aber die Frage ist... Ne, ich würde dann einfach den Baum abholzen. Das ist
Darkwood Forest. Das heißt, das ist ein Riesenbaum. Das ist diese gesamte Fläche. Und da bin ich oben drauf. Dann sei froh, dass du oben drauf gespawnt bist und nicht unten. Das Lustige ist natürlich, wenn du jetzt da reingehst in das Biom, haben die den Effekt hinzugefügt Blindness. Wie ich gerade feststellen durfte. Ach, da bist du ja wieder. Bist du immer noch blind? Nein, es ist schon wieder verdammt. Das heißt hier verdammt. Und zwar hatte ich oben schon offen. Hoffen. Ich werde jetzt mir einen Generator machen. Und ich bin eben nach Hause gelaufen von dem Villager-Dorf, weil das doch ein recht weiter Weg ist. Außer? Nein. In so einem Ingot-Cast, wie viele Midi-Buckets brauchen müssen da rein? Wie? In so ein Ingot? Ja. Milli-Buckets. Mach jetzt einfach mal Start, dann sehen wir es ja. 136 waren drin. Jetzt sind noch 100, also 36. Okay. Das heißt 8 Cobblestone. So. Zuallererst brauchen wir eine Forgehammer. Sehr schöner Versprecherschnauzer. Ja, danke. So, 2 Plates, glaube ich. Ich weiß, dass es jetzt gerade von mir episch immer wieder zurück und vorgespult wurde. Also in der bearbeiteten Version. Du willst es wirklich noch so stark bearbeiten? Weißt du, wie stark ich die letzten Folgen bearbeitet habe? Gar nicht. Siehst du? Das muss ich nachholen. Ach so. So. Die Enderlilies wachsen, sind schon 29%. Boah, das ist schneller als mein Download. Und die Smeltery, also das komische schwarze Teil, was ihr da gesehen habt, hat einen Vorteil. Und zwar jede Ore, die man da rein tut, bringt 2 Ingots. Und das ist natürlich tierisch vorteilhaft, wenn man natürlich mehr raushaben will aus seinen Ingots. Hey Ingots, komm mal her. Ja, das war nicht wichtig. Und wir brauchen Rubber. Energy Flow, hä? Ja, ich habe ein erstes Kabel gecraftet. Energy Flow, bitte. Tree Tap und ab geht der Party. So, ich habe jetzt noch ein paar Sachen bei Schnauze in der Smeltery gemacht. Unter anderem habe ich einfach Cobblestone in die Smeltery gehauen, denn da kriegt man Seared Brick. Den ist aber ganz schön teuer so. Man braucht 8 für ein... 8 Cobblestone für ein Seared Brick. Davon braucht man 4, um ein Seared Bricks Block zu machen, und davon braucht man sehr viele, um eine Smeltery zu machen. Und ich habe mir von Schnauzer auch diesen Hammer geliehen. Geliehen? Der macht... Du hast gefragt, ob du ihn haben darfst. Oh, gut. Ich habe mir diesen Schnauzer... Diesen Schnauzer? Ich habe mir Schnauzer geliehen. Verdammt, jetzt habe ich da einen Block gesetzt. Oh je. Ja. Wie habt ihr das gemacht, dass ihr jetzt im Meta das Kobalt und so abbauen könnt? Gar nicht. Ich habe noch gar keinen Kobalt abgebaut. Alumite. Okay, warte, das ist eine Buch. Warum lässt du auch alles offen? Ich hab Facebook, das war nicht anders. Schlimm. Ach ja, stimmt. Nein, das ist das falsche Buch. Oder? Der Hammer ist nur für Stein und Ores und so zugänglich, ist aber ganz schön praktisch beim Strip Mining. Und zwar mit ziemlich praktisch meine ich sehr praktisch. Unglaublich praktisch, man möchte nie wieder ohne Hammer arbeiten. Und ich werde euch jetzt ein bisschen noch in die Materie von Dinkos Construct einführen. Ja, das er hat einführen gesagt. Ach Gottes Willen. So. Brauchen wir als erstes so eine runde Fläche. Also rund in Minecraft. Man kann runde Blöcke machen mit Extra Utilities. Ich glaube, die heißen sogar irgendwie ganz lustig, warte mal. Irgendwie uncraftable oder irgend sowas. Hm. Erst einmal braucht man hier so Boden für die Smeltery, dann nicht drumherum. Nee, Impossible Object. Ach ja, genau. Und ich habe keine Seed Bricks mehr, das ist toll. Damit hat es sich auch schon wieder erledigt. Wir bauen doch keine Smeltery. Ihr seht schon, ist tierisch praktisch, um Räume auszuheben. Und jetzt hole ich mir auch gleich mehr Cobblestone, damit ich mehr Seared Bricks machen, weil ich keine Lust habe, Lehm und Gravel und so zu suchen, um Grout zu machen, den dann zu schmelzen und dann. Macht die Gießkanne wirklich? Ja, die macht Grout-Ticks. Gut. Ja.
Rotex waren diese grünen Sprenkelter, ne? Das sind keine Grotex, das ist Bone Meal Effekt. Grotex sind, wenn auf dem Block gesagt wird, hier, hey, du kriegst jetzt random einen Grotex dazu, mach mal was. Und was macht er denn? Zum Beispiel, dass die Bäume wachsen. Zum Beispiel. Gut. Was irgendwie ewig dauert. Rebel. Soll ich mich mit der Gießkanne gleich mal hinstellen? Das kannst du gerne machen, wenn du willst. Becky, darf ich mir von dir drei, wie heißt das, Zuckerrohr nehmen? Los, gib die Gießkanne her. Ja, muss ich glaube ich noch haben. Ich meine komischen. Ich weiß nicht, wie heißen die? Muss aber nur draufhalten, ne, Schnauzer? Einfach rechtsklick. Gut, dann klebe ich meine rechte Maustaste jetzt fest und esse einen Keks. Schönes Let's Play. Blumen gießen. Also wenn ich mal in Urlaub fahre, darf Boromir dann meine Blumen gießen. Ich darf aber keine, dann schicke ich dir Fotos von den Blumen. Oh Gott, die Bienen bewegen sich. Da sind sie. Warte, ich gehe mal in F1 und dann hier so, wow, Kamerafahrt. Toll. Könnt ihr natürlich auch einfach fragen, wenn Alumite macht, aber das wäre ja zu einfach. Aluminium gehört schon mal dazu. Der Rest steht im Buch. Obsidian ja, brauchst du auch noch. Obsidian? Ja. Oh Gott. War da nicht noch Eisen drin? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nur, was Obsidian drin war. Ist gewachsen. Au. Du hättest mir sagen können, dass die so plötzlich wachsen. Ja, ein Growtick reicht bei Bäumen, dass sie wachsen. Ne, so. Also? Ja. Auch auf den anderen beiden, ne? Wenn du Langeweile hast, kannst du es gerne machen. Yeah. Er hat Langeweile. Ja, hört sich so an. Irgendwo du eine Workbench stehen. Übrigens habe ich noch was rausgefunden, und zwar, wenn ihr zu viele Saplinge habt. Lass mich mal kurz ausreden. Boromir, lass mich kurz ausreden. Okay. Wenn ihr zu viele Saplinge habt, könnt ihr die in einen ganz normalen Ofen packen, dann kriegt ihr Wooden Ash raus. Die könnt ihr in den Alchemical Furnace packen, weil Wooden Ash hat zum Beispiel Fire Essenz drin. Das heißt, ihr könnt euch einfach aus zu vielen Setzlingen dann Feuer gewinnen. Braucht da keine Kohle oder sowas zu verschwenden. Das Barrel da in Agrarian Skies. Barrel? Das Barrel, wo man seine Setzlinge reintut. Da wird der Erde draus. Ach so. Na gut, ja. Erde brauchen wir nicht. Nee, wir haben genug Erde. Ja. Wir sind ja noch vor dieser apokalyptischen Zeit, wo. So. Bei mir wachsen ganz viele Blumen. Du sollst auf dem Baum machen, nicht auf dem Erde, ne? Ja, aber das ist so schwer zu ziehen, wenn ich die Kamerafahrt da drum mache. Ach, da ist wieder einer gewachsen, das ist sehr schön. Meinst du Steinschub fertig? Das kann sein, ich weiß nicht. Ich gar kein Adomite. Du kannst aber jetzt erstmal aufhören, das reicht jetzt erstmal. Ach doch, da. So. Ich wollte eigentlich. Aber die Gießkanne kenne ich auch aus einem anderen Let's Play. Da wurde die benutzt, um Chilischoten wachsen zu lassen. Oh nein! Was? Bitte erinnere mich daran, mein Facebook zu schließen, sobald die Folge vorbei ist. Und es sind noch 10 Minuten und alle Leute wollen was von mir. Warum muss ich nur so verdammt beliebt sein? Naja, Dummheit muss bestraft werden. Ja. Ach, bist du so ich verdammt beliebt? Ich habe zwar heute schon ein Stack Obsidian gekostet, aber darf ich mir vielleicht nochmal 2 Obsidian leihen? Weiß in der gar nichts. Okay, ich weiß hat's nicht. Das fällt gar nicht mehr auf. Kann auch sein, dass ich mehr brauche. Ich weiß es gar nicht. Mach nur, ich habe glaube ich noch ein bisschen. So. Okay. Das ist lieb von dir. Und wir haben. Bam. Ein Generator. Müsste ich jetzt extra. Nur musst dafür. Du das Bam sein? Das Bam musste sein. Schnauzer, ich hab mal eine Frage. Ja. Okay. Das geht in die Kiste dann, ne? In die Adjustable Chest. Wenn da was wächst. Dann nehme ich mir 16. Ja. Gut, ja. Denn das Zeug verschwindet da die ganze Zeit und ich hab mich gefragt. Wo ist es hin? Jetzt gießt du mein Feld. Ah ja, sehr interessant. Ich kann auch hier die Rasen gießen oder die Steine. Ja. Oder dich. Oh, wächst du nicht? Nein, ich bin schon ausgewachsen. Komm schon. Nein.
Und die Spitzhacke kann ich ganz normal mit den Barren machen, wie eine ganz normale Spitzhacke, oder? Oder muss ich die mit Tinker's Construct machen? Die Arnomite-Spitzhacke mit Tinker's Construct. Klar, musst du die mit Tinker's Construct machen. Okay. Eisen und... Das. Los, Schnauzer, wachse! Growth Tick! Genau, Growth Tick auf mich. Ja, und plötzlich steht da so ein großer Schnauzer. Ja, so ein Riese. So ein Buschiger. Buschiger. Oh, Junge. Musste das Buschig jetzt sein? Ja, ein Schnauzbart ist buschig. Ja. So ein nettes Schlendersbart. Steht da eine Tisch. So. Weißt du, das Tolle ist, während ich jetzt hier so gieße, kann ich wunderbar Facebook kontrollieren. Ach ja. Weil, wenn ich mein Handy die ganze Zeit immer anlasse, kriege ich die Nachricht nicht auf dem Computer, weil mein Handy schneller im WLAN ist als mein Computer. Weiß nicht warum. Ich glaube, mein Handy hat das neuere WLAN. Ich brauche Bronze. Das ist schön, Schnauzer. Das ist schön. Ja. Und eigentlich wollte ich die Folge schon beenden. Ich habe schon wieder Überlänge. Ja, du hast 12 Minuten Überlänge. Nein. Nein. Du hast 5 Minuten Überlänge. Ja. Yeah. Wobei ich auch schon eine Folge mit 30 Minuten gemacht habe. Ja, das habe ich gesehen in den Ferien. Eddie schläft gerade. Oh mein Gott, Eddie will, dass wir schlafen. So, ich warte jetzt immer noch, dass der Stein fertig wird, damit ich genug Seared Bricks bekomme. Und so. So, ich hab hier. Ab ins Bett. Ich bin schon. So. Zweimal das. Das mache ich jetzt noch fertig und dann war's das für die Folge. Nur das will ich jetzt wenigstens. Ich war der Meinung, ich hatte eben alle Platten fertig. Irgendwie fehlen mir jetzt aber Platten. Mhm. So viele Leute wollen was auf Facebook. Dann brauch ich 3 Kupfer. Natürlich brauch ich 3. Ach, da sind die ganzen. Ne, sind die falschen Platten. Und die extra Herzen haben natürlich auch noch einen Vorteil, ne, bei Blood Magic. Ja. Kann man die bei Blood Magic einsetzen? Das ist ja, ja, du musst halt deine eigenen Herzen quasi nehmen. Und in den Altar reinpacken. So, jetzt haben wir einen Metal Former und das heißt, in der nächsten Folge können wir dann anfangen, uns einen Kinetic Wind Generator und einen Kinetic Generator zu machen. Dann noch ein bisschen Kupferkabel. Werde ich wahrscheinlich noch einen Extractor machen und dann. Und ich werde mal versuchen, ob es einen Mod gibt, mit dem man ein Hamsterrad bauen kann. Ja. Was? Ein Hamsterrad. Es ja, gibt so ein Hamster-Mod. Ja. Aber den haben wir nicht. Ja, und wenn die in Rädern laufen, dann erzeugt das Elektrizität. Und da baue ich so eine riesige unterirdische Farm voller Hamster in Rädern. Irgendein Mod hat auch ein Schwein gehabt, was dann laufend Energie erzeugt. Ein Schwein. Ach nee, das kenne ich, da habe ich auch schon mal gesehen. Das ist cool. So. Gut, der Generator produziert mir jetzt ein bisschen Strom. Ich werde wahrscheinlich nochmal ein CESU machen. Und dann, ja, ich gucke nochmal, was brauche ich denn alles für einen Kinetic Generator. Einfach nur einen Haufen Eisen, ne? Einfach nur einen Haufen Eisen. So nennst du das also. Eisen, Kupfer und ein bisschen Tin. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir nächstes Mal hin. Kupfer und auch Tin. Dann machen wir uns ein paar Windrotoren aus Holz und die setzen wir uns dann wahrscheinlich hier irgendwie an den Berg ran. Genau, flap. Und ja. Gut, das war's dann. Bis zur nächsten Folge. Also für die bei Schnauzer. Tschüss. Ja, genau. Tschüss. Ich habe ja nur zwischenzeitlich aufgenommen. Gut, dann ja. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Thank you.